Achtung, dieses Video könnte Flaming und eine einseitige Meinung beinhalten. Fans von Saga of Life sollten deswegen eine feuerische oder eine jamaikanische Frühlingsrolle bereithalten. Song ist heute mit neun angespielt. Jetzt müsste dann allerdings ganz stark sein. Ich dachte mal, ich spiele meinen Server Saga of Life an. Ich war einmal kurz online, weil ich mich einloggen wollte, Account erstellen wollte und so. Und also, ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt irgendwie. Und ist noch milde ausgedrückt. Also, ja. Bevor ich jetzt auf Start klicke, kann ich euch nur den Tipp geben, macht den Ton vom Video sehr leise, sehr, sehr, sehr leise erstmal. Sonst kriegt ihr nämlich instant Ohrenkrebs. Also das ist, also wie gesagt, sowas habe ich bis jetzt noch nie gesehen und das heißt was. Übrigens, hier die Einstellungen, auch sehr geil, keine 1080p. Im Jahr 2017, wo jeder mit 2 oder 4K Bildschirmen da hockt. Naja, jeder 4K Bildschirmen oder halt eben, je nachdem. Gibt's hier nicht mal 1080p, also guter Server. Gut, bevor wir jetzt anfangen, bevor wir jetzt weiterflamen, starte ich erstmal und danach können wir auch noch weiterflamen. Und genau, dann bis gleich. So. I get a feeling it's gonna be a riot. What the fuck, einfach. What the fuck. So, dann geht's jetzt mal weiter. Ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin echt geflasht und irgendwie auch schockiert, wie schlecht dieser Server ist. Also jetzt erwartet ihr keinen, ist es im Prinzip objektiv, aber ist es, nee, ich weiß es nicht, man kann diesen Server nicht objektiv let's playen. Ich kann nicht mal Charakter erstellen, irgendwie hat sich gerade mein Fenster hängt zwar nicht, aber wenn ich hier auf OK drücke, dann wird alles ausgegraut und es passiert gar nichts mehr. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lord Events. What the heck einfach. 800% XP, nochmal 800% XP. Was weiß ich gerade? Wie viel Droprate war es gerade? 100% Droprate, nochmal dann noch 100% Droprate. Also, ich weiß es echt nicht. Ich meine, das Ding ist High Rate. Okay, gut. Kann man ja machen. Das war was High Rate. Aber, ist sowas trotzdem normal? Ich weiß es nicht, aber naja. Jedenfalls ist es so, jeder Spieler kann hier ein Lord Event starten. Es gibt hier, wer hätte es gedacht, auch Rebirth Level, also generell Rebirth System. Ein Flares, welches sogar hübsch ausschaut. Das ist vermutlich aber auch das Beste, was wir heute sehen werden. So, mein HP-Leiste ist das irgendwie auch kaputt oder wie? Nice. Okay, also wie gesagt, Flares ist zumindest mal schön. Man kriegt irgendwie zwei Pierin, man kriegt einen Umhang. Da ist ein Santa, mitten im Sommer, kann man ja machen. Da ist ein Cash-Up oder generell ein Händler. Mit Scroll-Up Stamina. Irgendwie Espros für 1 Million auf dem Hybrid-Server. Ich meine, what the heck? Also, ich frage mich halt schon so ein bisschen. Die Preise hier sind irgendwie eher wie auf dem Low-Rate-Server. Die sind sogar unter den Preisen von Low-Rate-Servern. Deswegen, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, man kriegt am Anfang 2 Perin. Du kannst dir quasi erstmal 200 S-Protect kaufen. Ich meine, Alter, what the fuck. Okay. Gut, wir holen uns mal einen Upcut. Wir holen uns mal Langhalten-Dinger. 30 Minuten. Mal schauen, ob wir es lang aushalten hier. Holen wir uns von allen ein bisschen was und dann testen wir einfach mal, wie sie abgeht. White Angel with Full XP. Ach, 200 kosten die, okay. Das Ding holen wir uns mal noch. Was können wir noch holen? Wir können uns hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. 3 Minuten. Nee, das passt schon, oder? Ist ein Luftballon noch? Okay. Na gut, also. Luftballon. 50 Attack. Das erste Mal, selbst auf dem Hybrid-Server, dass ich wirklich mal mit Power-Up starte. Die HP-Leiste ist, wie gesagt, leider auch verbuggt. Und die Texturen sind einfach nur hässlich. Das sind die uralten Flife-Texturen. Hier gemischt mit den neuen, wenn man sich das so anschaut. Ich meine, bei euch ist es eh verpixelt, weil dieser Server keinen 1080p unterstützt. Was eigentlich eine Sache von 2 Minuten oder so ist. Auf jeden Fall. Boah. Also. AIDS-Infektionslevel hoch 10.
Okay, gut, jetzt haben wir einen Albert gekillt, jetzt sind wir Level 15. Haben wir jetzt irgendwas gedroppt? Ich weiß es nicht. Machen wir mal irgendwie Akrobat oder so. So. Teleporter. Was gibt's da alles? Alchemiesystem gibt's, okay, das ist nichts Neues. Nein, funktioniert nicht mehr. Schön, nice. Mein OBS ist übrigens vorher auch einfach mal so gecrashed, also selbst OBS wollte sich das Ganze nicht mit anschauen und selbst bei OBS wurde es da schwindelig. So, jetzt haben wir Lockenbug, das ist doch geil, oder? Das ist doch einfach nur geil. Toll. Gut ist aber. So, Versuch Nummer 2. Vielleicht klappt es. Jetzt klappt es zumindest, okay. So, gut, dann gehen wir ein paar Meter weiter. Achso, nee, wir wollten eigentlich jetzt hier. Was wollten wir machen hier? Teleporter, wo gibt's denn? Es gibt keinen Teleporter. Gibt es denn wirklich keinen Teleporter? Nicht dein Ernst. Wir haben nicht mal Items, wir haben gar nichts, wir haben absolut nichts. Oh Mann, ey, dieser Server. Warum tue ich mir gerade diesen Server überhaupt an? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich kann auch nicht mehr erklären, warum. Ich dachte mir so, naja, suchst einen coolen Server raus, spielst mal an. Ja, genau. Was ist nur mit Flive passiert, Mann? Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar gute Server und die werde ich auch weiterspielen. Aber wenn ich mir gerade sowas anschaue, dann 85% PvP-Damage, 450% HP plus, 212% Attack. Also ganz im Ernst, sowas kann doch kein Mensch mehr balancen. Das kann keine Menschen mehr balancen. Also. Und wenn ich mir gerade mal so hin, so mal anschaue. Ja. Hier gibt es nicht mal einen Teleporter oder so, dann würde ich nicht wissen, wie viel Zeit das hier in Ding gesteckt wurde. In den. Hey, das sind doch die Dinger aus Shelter Ranch. Die heißen gleich, schauen gleich aus. Okay. Hier ist nicht mal mehr, hier ist von Flaris gar nichts mehr zu sehen. Da hatte man einfach den Mapper keinen Bock mehr. Einfach removed und keine Lust mehr. Guter Server, Mann. Geiler Server. Richtig cool. Okay. Send Morning. Nee, da wollte ich jetzt nicht rein. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Ausdauer mit Flive. Oder mit Flive-Servern. Nur wenn man halt irgendwie absolut gar keinen Bock hat, irgendeinen Server zu machen, dann soll man es einfach lassen. Weil. Ich meine. Was denn dieser Server bitte für eine Nachricht hier? Schau dir mal das an. Hier ist nix. Du musst hier hingehen. Jeder Spieler kommt hierher und kauft sich Blinkwings. Hier gibt es absolut nichts. Selbst die Lianen da sind einfach komplett SD. Hier ist alles SD. Alles, wirklich. Selbst die Häuser da. Die sind auch noch so verschwommen irgendwie. Also ich muss sagen. Ein Job. Ich muss sagen, okay, es sind sogar ein paar Shops. Hier spielen sogar Leute drauf. Ich verstehe nicht, warum hier Leute drauf spielen. Schau mal es an, hier sind wirklich Leute drauf. Kann ich nicht verstehen. Bin ich gerade am Buffpeng hängen geblieben? Jo, okay. Okay, solider P-Noise ist da, aber trotzdem. Oh, das ist einfach nur traurig. Ich meine, selbst Filipino oder so. Selbst wenn ich jetzt von den Philippinen kommen würde, würde ich nicht drauf spielen. Also, ich meine, schau mal das an, hier alles so verschwommen. Das ist. Ich meine, ja, kann man sagen, es ist Flive, aber es ist Flive von 2004 oder so. What the fuck? Das sind nicht mal Blätter. Das ist einfach nur. Keine Ahnung. Das ist nicht mehr identifizierbar. Holy shit, ey. Hier kann man nichts erkennen, keine F-Tasten. Also, keine Ahnung, wo war es das dann so? Genau, also irgendwie F-Tasten 40400 oder so. Level 44, okay. Gehen wir Richtung Darkon 1 oder so. Können wir schnell einen Mob und dann ist es eigentlich im Prinzip schon fast durch. Dann geht es eh weiter mit Astria und so und. Ja, keine Ahnung. Okay, jetzt snacken wir uns kurz irgendwo im Bogen oder so. Auch da ist wieder, oder da ist Ghost drin. Lädt irgendwie extrem langsam nach. Wow. Einfach nur wow. Das ist. Also. Das ist traurig. Ich habe absolut alles dogmatic, quasi genau alles wie im Offi.
Das Einzige, was sie gemacht haben, ist ein fucking Umhang und ein Astri-Ticket. Der Rest ist einfach komplett stock. Also hier ist nichts verändert. Und wie gesagt, das ist das Thema. Oh, ich habe einen Teleporter gefunden. Unter V ist der, lol. Ich dachte mir vorher schon, wenn man draufklickt. Okay. Okay, Teleporter unter V. Im Startmenü findet man nichts. Na gut, okay. My bad. Sonst, was gibt's denn hier? Custom Dungeons. Es gibt. Genau. Null Custom Dungeons. Tja, okay. Oh, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Wir gehen mal lieber Richtung. Irgendwo zum Leveln. Kaufen wir mal schnell ein Board und fliegen mal schnell Richtung Ding dann. Ich sag schon. Generell Board könnte man kriegen, man könnte ein Korallticket kriegen, man könnte irgendwie ein bisschen was kriegen. Aber diesen Leuten ist das Server schon was so egal. Also ich weiß es echt nicht, aber. 1 Milliarde, irgendwas, komm. Hier spielen wirklich Leute drauf, es sind wirklich Spieler irgendwie drauf. Und selbst die Admins kriegen wahrscheinlich. Lol. Kriegen wahrscheinlich sogar noch hier einiges an Geld und so rein, also. Boah, hier gibt's nicht mal Level 15er Bows, Mann. Das ist jetzt schon wieder wie dieser andere Server da. Gibt's nix einfach. Es gibt nicht mal fucking Level 15er Waffen. Okay, es ist High Raid, aber. Hier gibt 45er Sets, aber sonst gar nichts. Also. Come on, einfach. Hier ist. Ich meine, ich habe jetzt auf vielen Servern gespielt. Ich weiß, ich weiß. Also, erstmal abgesehen davon. Aber hier die Sichtweite ist. Also. Ich komme mir so ein bisschen vor wie FLIFE 2004. Hier ist nichts verändert worden. Die Texturen sind immer noch alt. Es ist halt einfach wie so ein Server. Ich weiß nicht. Das ist halt. Von der Website dachte ich mir am Anfang, oha. Geile Website. Wenn auch nicht die eigene scheinbar. Oder ich weiß es nicht. Ich vermute zumindest. Weil da oben diese Fehlermeldung, a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time und so weiter. Also, ich weiß es nicht, aber ich dachte mir zumindest von der Website, die ist eigentlich cool und ein bisschen umgestaltet, generell mit einem coolen Design, wo ich es dazu noch nicht gesehen habe. Und auch generell die Gestaltung von der Website ist ziemlich cool. Nur der Server ist es leider nicht und das ist das Problem. Also ich meine, wie gesagt, die Website ist nice. Nur das Game ist es leider nicht. Deswegen, naja, es ist ziemlich traurig. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich schaue generell die Server nicht an, bevor ich die anfange aufzunehmen. Also ich lasse mich meistens überraschen so. Schau davor nicht rein. Fang einfach zum Spielen bzw. zum Aufnehmen und ja, dann schau halt einfach mal, wie das so ist und so und genau. Und so habe ich es eben auch bei dem Server hier gemacht, beziehungsweise habe ich nur eingeloggt und habe gedacht, okay, nachdem ich mich eingeloggt habe, ich habe nicht mehr eingeloggt, ich habe nur das Game gestartet. Und dann wusste ich, bevor ich das Game gestartet habe, wie ich jetzt irgendwie gesehen habe, dieser Server hat nicht mal 1080p. Selbst dann war mir schon klar, was mich hier erwartet, also. Ich meine, ich persönlich teile die Server so in 3, maximal 4 Kategorien ein. Von absolut geldgeil über, beziehungsweise geldgeil, beziehungsweise faul, keine Lust drauf haben oder nur Geld zu wollen und so. Über die Server, die halt dann einfach sich anstrengen, aber es einfach nicht besser können. Zu den Servern, die okay sind, auf denen man gerne spielt. Wo jetzt so eine Mischung aus beidem ist, beziehungsweise eigentlich relativ okay sind, sagen wir so, die haben ein paar Features, ein paar eigene Features vielleicht sogar. Die haben ein geregeltes Gameplay, haben sich Gedanken gemacht, bauen immer wieder neue Sachen ein, hauen Updates raus und so weiter. Bis zu den Servern, wo halt dann einfach wirklich richtig eskalieren. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ja, was weiß ich, zum Beispiel damals, oder was heißt damals, also um jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen, wie aktuell, sagen wir mal, NoFLIFE, Kingdom Life, Corona Life, CBF Life, halt einfach wirklich, wo ich dann sagen würde, okay, ist ein guter Server. Aber was das halt dann wieder für ein Ding ist, das ist halt dann, also das ist unterste Ebene. Und wie gesagt, es gibt ein Rebirth-System, um jetzt mal auf die Features anzugehen.
Wir werden sterben. Es gibt auch es gibt generell eine große Item Mall. Muss ich mich kurz einloggen. Und auch die Item Mall habe ich mir schon angeschaut und die haut euch um. Und gleich versteht ihr dann, warum ich gesagt habe, die letzte Kategorie. Und zwar. Wow, Hybrid Server, man droppt einfach gar nichts. Sechsfach P, eine dreifache XP-Event, die haben einfach keinen Bock auf Flive oder auf den Server. Die haben wahrscheinlich mal Ahnung von Flive. Weil ansonsten würde man nicht so Bullshit raushauen. Sechsmal Penia oder so. What the fuck einfach. Oder diese sechs, sieben Lord-Events, was das davor war. Also, man kann sich Armor kaufen, man kann sich Weapons kaufen, man kann sich, was ist das, irgendein Schild kaufen. Armor kostet 20 Donate-Punkte. Ich weiß nicht, wie viel das 20 Donate-Punkte sind. Ich will es gar nicht wissen. Wenn man auf Donate, wenn das 20 Euro sind, dann rip diese Leute. So, I agree. Für jeden Dollar, was man spendet, hilft man Leuten mit den Serverkosten. Okay. Payment Wall. Überall, wo man auf die Website drauf geht, ist in diese Payment Wall richtig fett drin. Also diese, ja, Item Wall. Also, für 20. Für 10 Euro kriegst du 482 Donate-Punkte. Das heißt, ein Donate-Set kostet 50 Cent? Etwa? Ne, wie viel kostet das? 20 oder? Ja. Roundabout. Weniger als 50 Cent. Kann nicht verstehen. Aber gut. Also, wie gesagt, ich meine, ist okay. Karten kosten 90 Donate-Punkte. Awakening Scrolls kosten 50 Donate-Punkte. Wie gesagt, ein Set, ein komplettes Set kostet 75. Also, eine Awake Scroll kostet fast so viel wie die ganze Rüstung. Ein Umhang kostet 50, Waffen kosten 350. Also, die Waffen kosten dann ungefähr 7, 8 Euro pro Stück. Sag uns bitte nicht, ich brauche Pfeile, dann AIDS pur. Natürlich brauche ich Pfeile. Oh Mann, ey. Hyrate. Innovativer Server und so. Die Innovation, die erschlägt mich hier gerade fast. Tja, Item Mall, was gibt's sonst noch für ein Zeugs da? Okay, Item Mall. Es gibt Rebirth Stone, V2. Oder was ist das? Irgendwas mit V2. Schau mal den Pena Drop an. Seht ihr diesen Pena Drop? Schau mal genau hin. Seht ihr das Pena Zeichen drauf? Nein, weil es sogar noch das uralte Icon ist. Von Flive damals. Und ich mir irgendwas drauf erkennen konnte. Okay, Loot wird removed innerhalb von einer halben Minute oder so. Macht mal so. Damit man sich wahrscheinlich den billigsten 30 Euro Root-Server leisten kann oder so. Oder V-Server, ich weiß nicht, auf was das Ding hier läuft. So, man kann zumindest eine Mitte durchlaufen, okay. Wir brauchen Pfeile. Wie können diese Leute hier spielen? Ich habe vorher sogar auch einen deutschen Typen hier drauf getroffen und ich meine, okay, die Philippiner, die haben kein Flive mehr. Bei denen wird Flive geschlossen. Pfeile kosten hier 4 Penia pro Stück, okay. Selling Trading Account is not allowed. Okay. Ja, wie gesagt, wenn die Philippinen hier drauf spielen, ist es trotzdem traurig, aber kann ich zumindest noch so ansatzweise verstehen. Ich meine, aber als Deutscher hat man halt eben nicht diesen Region Lock und du kannst im Prinzip eigentlich überall drauf spielen. Und deswegen, ich kann es nicht verstehen, warum die Leute hier spielen. Es gibt so viele geile Server. Naja, viele nicht, aber es gibt geile Server. Und die Leute spielen auf so einem Dreck hier. Das ist schon echt. Es ist traurig. Ich meine, Leute, das ist doch mal das andere. Spielt doch auf einen ordentlichen Server. Es gibt ja so viele gute Server. Ich meine, selbst Hyrule. Ich bin kein Hyrule-Fan, okay, aber selbst für Hyrule, selbst für Sargon, Floral oder so ist besser. Selbst das ist ein Server, wo ich noch eher empfehlen würde, auch wenn ich die persönlich jetzt nicht spielen würde. Aber wisst ihr, was ich meine, irgendwie? Ich meine, ich werde wahrscheinlich sowieso wieder geflamed, das von irgendwelchen Leuten, aber ich bin so ein bisschen ratlos auf diesem Server. Es ist. Ich meine, ich denke mir immer so, okay, der Server ist halt vielleicht nicht so, oder bei manchen Servern denke ich mir so, okay, das ist jetzt nicht so gut und so, passiert, kommt vor, keine Ahnung, nicht so schlimm. Und dann auf einmal, so ein paar Monate später oder so, hier blinkt unten die Leiste auf. Du kannst nicht mal sehen, was hier wo ist. Ist es F1? Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Wo ist F7, F8? Keine Ahnung.
Also, auf einmal spielst du auf dem Server oder gehst du auf dem Server drauf und dich trifft es einfach komplett. Da gehst du auf dem Server drauf und also, da spielst du dann auf sowas wie hier gerade aktuell ist. Auf dem Server, der absolut so schlecht ist und so wenig Potenzial hat. Hier laufen Leute wahrscheinlich sogar mit Speedhacks rum oder wie? Oder was ist hier? Yo. Gönn dir hart. Gönn dir richtig hart, Mann. Wahrscheinlich hier mit Cheat Engine oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also. Ich weiß nicht, wie hoch das hier das Speedcap ist und so, aber normalerweise sind die Speedcaps ja auf 250 oder so. Und der ist locker mit, ich weiß nicht, 500 oder mehr durchlaufen da, also. Vielleicht haben sie auch gar kein Speedcap, weil sie keinen Fick drauf geben oder so, keine Ahnung, aber. Ja. Ich weiß nicht mehr. Also ich muss sagen. Ich muss sagen, man hat nie alles gesehen. Also die Server schaffen teilweise wirklich, sich selbst zu unterbieten. So, wow, ich muss nicht mal selbst skillen. Wie fortschrittlich. und deswegen. Keine veränderten Skills. Nope. Ich sage es bitte nicht, es bringt dir Attack Speed. Oh, es bringt sogar 400% Crit-Rate. Was bringt denn mit dem 400% Crit-Rate? 85% Attack. Holy fuck, ey, Alter. Was geht denn hier bitte ab, Mann? Oh. Also. Nee, ich weiß nicht, wie mich hier wirklich. Also, wenn sie wirklich jemand schafft, einen Angespielt zu machen und dabei neutral zu bleiben. Respekt. Also. Dafür sollte man denjenigen eigentlich fast schon Friedensnobelpreis geben, weil, was ist das hier? Ein Ding? Penia? Redchip. Ich habe 19 Redchips bekommen. Received 19. So, okay, jetzt habe ich 19 Redchips bekommen. Wo sehe ich die jetzt? Unter H? Weiß man nicht, okay. Gibt 100 Rebirths. 100 Rebirth-Level, Mann. Krasse Scheiße, Mann. Ich meine, wir haben 100% Crit-Rate. Okay, das ist schön. So, warum hält das Ding hier nur so kurz, obwohl der Cooldown viel kürzer ist? 100 Magic Defense. Okay, auch nicht verändert. 10 Millionen, jetzt kriege ich auf einmal 43 Red Chips. Okay. Krass, Mann. Krass. Einfach nur krass. Nee, ich pack's nicht mehr. Also. Ich pack's nicht mehr. Krasse Scheiße. Also hätte man so einen Server vor 10 Jahren gemacht, okay. Aber. Wow. Einfach nur wow. Das ist echt der Hammer. Es gibt nicht mal ein Forum. Wenn man aufs Forum geht, dann kommt man in Discord. Ich hab nicht mal ein fucking Forum, Mann. Was läuft bei denen eigentlich falsch? Ranking. So, auch das Ranking ist bei denen komplett verbuggt. Wow, also mit so viel Inkompetenz musst du erstmal prallen können. Das ist krass. Die komplette Rangliste ist verbuggt. Hier ist alles verschoben. Hier sind irgendwie. Was weiß ich. Level 150 ist er ganz oben. Dann gibt es Level 198. Vielleicht ist es nach. Platin sortiert, aber das ist irgendwie auch nicht ersichtlich. Hier ist in Klammern irgendwas immer davor, ja wahrscheinlich der Platz oder so. Platz 1, 195. Weiß man nicht, was das bedeuten soll. Platin steht nicht mehr dabei. Holy fuck, Mann. Also, bei diesem Server kriegst du echt schon Lust, irgendwie aus dem Fenster zu springen. Das ist ja echt brutal. Oh, ein Drop und XP-Event. Oh, geile Arena. Richtig geile PvP-Arena. Nice. Oha, also die Arena, die hat es ja in sich. Die ist ja geil. Hier oben sind noch die Effekte drauf. Lol, Mann, ist dieser Server schlecht. Krass. Krass. Einfach nur krass. Also, Respekt dafür. Das ist der mit Abstand schlechteste Server, den wo ich jemals gesehen habe. Mit Abstand, mit Lichtjahren Abstand. Da war selbst noch irgendwie
Wie ist dieses andere, dieses komplette Stock-Server da aus dem Jahr 2009 oder so, wo der da stammt, praktisch, oder so jetzt mal. Wie hieß der? Ich weiß nicht mehr genau. Und diese ganzen anderen Server, diese Luna-Server oder die Aura-Server oder was auch immer. Da waren ja die, also waren ja die noch, die waren ja fortschrittlich, die waren ja 1A. Aber das Ding hier, Leute, das ist ja krass. Join. Wo join? Warum ist ein Join-Button in der fucking Arena? Hier sind Leute am Start, die haben Plan. Die haben richtig Ahnung. Kam mir vor wie so ein Minecraft-Server, der von 10-Jährigen geleitet wird oder so. Okay, ich beende mal an der Stelle. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Nicht hier, Fly.